Liebe Gäste, hallo hier aus Saint-Étienne und ganz liebe Grüße nach Dortmund. Ich freue mich, dass ich heute Ihnen ein bisschen vorstellen darf, was die Digitalisierung mit der Entwicklungszusammenarbeit schon verändert hat und auch noch vielleicht ein bisschen verändert wird in der nahen Zukunft. Ich bin natürlich kein Hellseher. Man kann nicht erahnen, was kommt in 10 Jahren, aber es gibt schon sehr gute Fortschritte, die uns helfen, die Projekte noch effizienter zu gestalten. Und darauf möchte ich jetzt mal eingehen. Chronologisch angefangen ist natürlich die Datenkollektierung, also die Datenbeschaffung von der Baseline, also bevor ein Projekt initiiert wird, für uns ganz wichtig, damit wir sehen, wie ist die Lage vor Ort in den Gemeinden, in denen wir arbeiten, bevor und natürlich auch dann danach, weil nur so können wir den Effekt der Projekte messen. Und vorher, also bis vor wenigen Jahren tatsächlich noch, wurde dieser Prozess per Stift und Papier gemacht. Und natürlich hat das zu Fehlern geführt, weil Handschrift ein Problem ist. Es gibt eine Person, die die Fragen erstellt, eine andere, die den Interviewer belehrt, diese Fragen zu verstehen, dann die Person, die das Interview durchführt. Und nachdem die Daten dann eingenommen wurden, werden die noch transkribiert, damit man ja, das in digitaler Formaten dann noch weiter nutzen kann. Und da drin sind schon ein paar Schwierigkeiten. Und deshalb ist es gut, dass dieser Prozess jetzt voll digitalisiert ist. Das bedeutet, dass die Interviewer mobile Geräte bekommen, ob Tablets oder Phones, und die Möglichkeit haben, anstatt per Stift und Papier während dem Interview etwas hinzuschreiben, sondern einfach per Klick und quasi auch Picklisten dann vor allem die Daten einzuholen von den Menschen aus der Gemeinde. Und das Positive ist nicht nur, dass der Prozess da sehr reibungsloser läuft, man kann sich viel mehr auf das Interview fokussieren, sondern auch, dass diese Daten dann in digitaler Form sind. Also dann gibt es keine Fehler zwischen der Codierung. Hinzu kommt natürlich auch, dass bei dem Prozess, sagen wir mal, bei dem alten mit Papier, dauert das schon ein paar Tage und Wochen, bis man 10, 20 oder sogar auch hunderte Fragebögen so digitalisiert hat, ja, und dann noch einen Report daraus erstellt hat. Doch mittlerweile geht das natürlich in Handumdrehen. Zum Glück ist das Internet in Äthiopien dann vor allem in den Städten ziemlich gut, sodass man die Daten sofort hochladen kann und auch Bilder hinzufügt und so weiter. Und so haben wir einen schnellen Einblick in, wie die Lage davor ist. Und natürlich wird auch dieser gleiche Prozess dann nochmal angewendet im Nachgang, nachdem das Projekt vollendet wurde. Also um die Endline zu machen und so den Effekt und die Veränderung zu messen. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, denn diese Informationen können wir nicht unbedingt erraten, nur durch Proxys. Aber dadurch, dass wir eben in den Gemeinden sind, ja, und unsere Partner halt auch, haben wir die Möglichkeit, direkt von den Menschen die tatsächliche Lage dann auch einzuholen. Zweitens hat die Digitalisierung geholfen, das Monitoring, also die Überwachung, die ständige Überwachung des Projektfortschritts oder auch was danach passiert, also nach der Realisierung. Das geschieht vor allem durch Wassersensorik, die gekoppelt mit einem Computer uns dann ermöglicht, diese Daten schnell zu sehen und daraus auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Da wir in den ländlichen Regionen von Äthiopien arbeiten, ist eine der größten Herausforderungen tatsächlich die Zeit und die Infrastruktur, die man benötigt, um die Projekte am Laufen zu halten. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass man viele Projekte hat, braucht man viele Leute, die regelmäßig vor Ort sind, dann auch, um zu prüfen, dass alles läuft, dass das Wasser läuft und das Wasser auch sauber ist und so weiter. Doch durch die Nutzung von Sensoren kann man den Aufwand drastisch minimieren
um die gleiche Leistung zu erzielen. Also man ist viel effizienter, denn die Sensoren nehmen auf, wie viel Wasser aus den jeweiligen Pumpen dann rauskommt und schickt diese Daten dann regelmäßig an einen Server. Und durch eine Applikation, ja, werden diese Daten dann automatisch auch an die Zentrale vor Ort geleitet, so dass irgendwelche Abnormalitäten sofort aufgedeckt werden und man dann aktiv ist, ne? Also anstatt dass man, ich sag mal, jede 2 Wochen irgendwo hingeht, braucht man jetzt einmal im halben Jahr zur Prüfung nochmal hingehen, dass da alles tatsächlich so funktioniert, wie es dargestellt wird in den Berichten und von den Daten her. Und man kann die restliche Zeit da investieren, um wirklich dann auch bereit zu sein, dass wenn ein Projekt einmal nicht funktionieren sollte, weil es irgendein Problem an der Pumpe gibt, dann hat man davon erfahren durch das Reporting, also durch die Berichte, und man kann sofort aktiv werden. Also die Zeit viel mehr dahin investieren, wo es tatsächlich dringend ist, weil wenn man kein Wasser hat auf einmal, dann, ne, am nächsten Tag brauchen die Leute natürlich auch wieder Wasser und da muss man schnell agieren. Und da hilft uns eben diese Art von Technologie. Und drittens, auch ähnlich verbunden mit dem Sensorik, hilft es auch bei der wir nennen das Operation und Maintenance, also bei der Nutzung und Instandhaltung eines Brunnens. Denn ein Brunnen kann nur X Wasser leisten. Ja, das ist ja auch vom Grundwasserspiegel und von der Regenerierung, also von wie viel Wasser auch wieder zurückkommt in das Grundwasser an der Stelle, abhängt. Da gibt es verschiedene Tools, die einmal helfen, eine gute Ader zu treffen, also dass man dann quasi unter Wasser auf einen Ort identifizieren kann, der ein größeres Grundwasservorkommen hat, so dass die Menschen auch langfristig und selbst in Dürrezeiten sollten sie wiederkommen dann Zugang zu Wasser haben, weil das Wasservorkommen da ist. Es sind klassische Wasserdetektoren, über die wir sprechen, die uns quasi ermöglichen, ein 3D-Bild von der Untergrundwelt zu sehen und da auch zu sehen, genau wo sind diese Pockets, also diese Taschen von Wasser. Und das ist ziemlich interessant und verbunden eben auch, wie gesagt, mit den Sensoren hilft es uns zu sehen, wie viel Wasser genutzt wird, damit auch die Menschen informiert sind, dass es keine Übernutzung gibt während den Hochzeiten, also quasi nach der Regensaison, aber dann es dazu führt, dass man also kurz vor der Regensaison der nächsten, dann zu wenig Wasser hat, ne? Also dass die Nutzung des Wassers tatsächlich konstant ist, weil an der Bevölkerungsanzahl sie ändert sich nicht sehr stark. Das bedeutet, eigentlich sollte die Nutzung ziemlich gleich sein. Und wenn man das dann sieht, ist das super, dann kann auch jeder etwas beitragen, damit auch Ownership, damit auch die Übernahme des Projektes an der Gemeinde erfolgt, dienen solche Tools, damit man daraus auch Beiträge von den Gemeinden einholen kann, dass die folgenden Reparaturen, also auch langfristig gesehen auf die nächsten 5 und 10 und 15 Jahre und so weiter, dann auch tatsächlich von der Gemeinde von innen kommen, ne? Das sind also 3 Wege, die bisher erfolgten und die enorm viel geholfen haben, die Zusammenarbeit zu erleichtern, beziehungsweise vor allem die Arbeit vor Ort zu erleichtern, weil das ist tatsächlich die größte Herausforderung. Ich brauche euch natürlich nicht erzählen über Videokonferenz, wie hilfreich das ist, wenn man nicht direkt vor Ort sein kann. Aber da glaube ich, sind wir auch nicht so weit, dass Videokonferenz alles ersetzt, wie auch das heutige Gespräch. Aber es hilft auf jeden Fall und dafür ist das sicherlich auch gut. Noch 2 Wörter zu Äthiopien. Äthiopien, für diejenigen, die noch nicht da waren oder es noch nicht auf der Landkarte positioniert haben, es liegt im Osten von Afrika, zur Küste an Somalia und Djibouti.
quasi in diesem kleinen Hörnchen zu Saudi-Arabien und auch Jemen auf der anderen Seite. Und das Positive an Äthiopien ist einfach, dass es wirklich ein rasant wachsendes Land ist mit einem Bruttoinlandsprodukt, das im Schnitt zwischen 8 und 10, 11% pro Jahr für die letzten Dutzend Jahre gewachsen ist, das auch damit verbunden ist, dass die Bevölkerung natürlich auch profitieren möchte von den aktuellen Fortschritten in der Technologie. In den Städten bedeutet das natürlich, Smartphones gehören dazu, Facebook gehört auch dazu. Ob das eine mit dem anderen gepaart immer das Beste ist, ist eine offene Frage tatsächlich. Aber hilfreich ist es natürlich auch in den ländlichen Regionen, in denen wir sind, tatsächlich, weil die Menschen dort auch Zugang zu sehr günstigen Handys. Es gibt auch national produzierte, hergestellte Handys. Und dadurch können sie mit Familie in Verbindung bleiben. Und für viele Leute ist Familie natürlich an oberster Stelle, wenn nicht sogar für alle, sodass das dahingehend einen wichtigen Zweck erfüllt. Und natürlich auch, was wir sehen, ist, dass der Bankensektor sich auch digitalisiert, vor allem in Ländern wie Kenia, die mit dem M-Pesa Vorreiter haben für, man könnte fast schon sagen, den ganzen Kontinent. Also es gibt Leute, die haben kein Bankkonto, in dem man zu einer Bank geht und da ein Konto auf hat, sondern man hat alles auf dem Handy bereit und kann so auch da Gelder, Service und Dienstleistungen bezahlen. Also das ist schon angepasst an die Bedürfnisse der Bevölkerung und den Zuständen vor Ort. In der Entwicklungszusammenarbeit nennt man das Leapfrogging, weil wir natürlich auch noch in vielen Regionen von extremer Armut sprechen, wo viele Menschen, wie gesagt, deshalb sind wir auch da, keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, aber ein Handy dann haben, weil es einfach zugänglich ist und man kann es direkt kaufen. Eine Wasseranlage kostet aber enorm viel Geld. So dass die Leute das nicht leisten können. Und da sehen wir natürlich auch unser Schritt, dass dieses Menschenrecht auch tatsächlich dann realisiert wird, ne? Auf das wir uns alle geeinigt haben. So viel von mir. Ich wünsche euch alle noch einen wunderschönen Tag und nochmal ganz liebe Grüße aus Saint-Étienne. Tschüss.